Ich kann nichts, ich weiß nichts, bin trotzdem dabei. Ich bin Benny 31 und Erfinder des Flaschenbiers. Ich bin Caro 22 und ich werde mir heute richtig einen reintrinken. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du den Song eurem Lieblingsformat hier im Internet. Heute wieder mit zwei unglaublich tollen Gästen. Zu meiner Linken, die liebe Wildcarderin, da muss ich auf den Namen gucken. Caro! Und zu meiner Rechten, da muss ich auch gucken, wie heißt denn der Mann? Das ist Knotzi! Wenn ihr euch denkt, ihr möchtet auch mal hier stehen, wie die liebe Caro, dann schreibt ihr jetzt euren Lieblingssong in die Kommentare. Eine tolle Begründung und welches Gastgeschenk bringt ihr uns mit? Ich sehe da auch unten schon was. Noch nicht hochholen. Da möchte ich mich, du brauchst dich noch gar nicht bücken. Ich sag Bescheid. Wenn du das hineininterpretierst. Knossi, du hast schon mal hier gespielt. Und verloren. Verloren. Ja. Was nimmst du dir heute vor? Ich will einmal besser sein. 3 Punkte habe ich letztes Mal gemacht, diesmal 4. Ah. Wird schwer. Besser. Habt ihr Bock? Ja. Ja. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und los geht's! 2-3 Millis in meiner iCloud, die sieht es toll. Katja Krasavice, OnlyFans. Ich hab deine OnlyFans. Ich glaub, ich bin jetzt mit. Hättest du das gewusst? Hätte ich ein bisschen länger gehört vielleicht. Ich brauche hier Songs von früher. 60er, das 70er. Das ist doch von früher. Dass der Rentner hier mal auftaut. Das ist... Caro, OnlyFans, was sind deine Berührungspunkte? Hast du das schon mal gehört von? Ich habe davon gehört, aber ich distanziere mich. Ja, ja, obwohl natürlich ist natürlich künstlerische Freiheit. Jeder kann machen, was er will. Ja, das und stimmt. Die Katja ist dadurch angeblich dann auch Millionärin geworden. Ja. Wie bist du Millionär geworden? Mit hier so was. Casino. Ja, hier ein bisschen, ja. Krone auf dem Kopf. Richtig. Hallo? Das ist Jägermeister von Da Tweakers. Und du hast doch gesagt, du hast dich vorbereitet, ne? War das dabei? Nee. Das ist doch hier Zombie Stage. Aber das ist so ein Lied, das kommt auf jeder Party. Genauso wie Alge kommt doch auf jeder Party. Miami Yassin, du Bitch, ich bleib. Miami Yassin, und zwar ist das Django Unchained. Keine Ahnung! Miami Yassin und Kokaina? Es ist einfach schön als Studio-Deko. Kokaina nehme ich nicht. Nee, schon mal probiert, so mit der kleinen Fingerspitze? Null. Mal so gemacht? Nein, macht man das so oder was? Woher weißt du das? So ab. Muss man den Titel auch wissen? Gentleman Superior. Du hast das gesagt! Knossi gibt die Hoffnung gleich auf. Guck, dass ihr mich nicht taggt in dem Video. Knossi, Duell um die Welt. Da warst du zu Gast. Du hingst irgendwie an einem Marterpfahl. Wie war das? Du warst auf dem Kahn. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich so starke Höhenangst habe. Aber da habe ich gemerkt, dass doch irgendwie, dass das doch nicht gut ist für mich. Alter, ich kann meine Beine. Meine Beine wackeln. Schlimm. War das echt oder war das Show? Schöne Erfahrung. War echt? Ich dachte, wäre Greenscreen alles. Hast du gedacht? Nee, ich war wirklich auf dem Mittelmeer. 5 Tage lang. Und jetzt noch mehr Höhenangst als vorher. Ja, ist das so? Ich dachte, du hättest deine Höhenangst überwunden durch den. Caro, jetzt du es gemacht. Hast du den Einspieler gesehen mit Ich habe das gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Stell dir aber mal vor, du sagst dann nein. Ja, ja. Nein, mach ich nicht. Ja. Vor allem die ganzen Leute stehen da mit Kameras auf den Schultern und sagst du, sorry, ich habe keinen Bock. Also ja, ich glaube, man hätte einfach gesagt, ja, okay, ich mach, aber eigentlich hat man da gar keinen Bock drauf. Ja, ich habe ja auch. Wie heute, oder? Ja, wie heute, so ungefähr, so ist es hier. Öla Palöma Boys, Öla Palöma. Ablauf da! Stefan! Ich hab's! Nie im Leben. Hätte ich nicht gewusst, Stefan! Sauber! Wunderbarer Song! Weißt du, ob Stefan uns abonniert hat? Den Kanal abonniert hat? Aber 100%. Stefan, hey! Stefan! Caro, du bist Pflegehelferin und zwar aus Oberhausen. 2 tolle Dinge! Was machst du in deinem Beruf? Wen pflegst du? Alte Menschen pflegen. Also kannst du uns beide auch pflegen? Wenn ihr pflegebedürftig werden solltet, dann kann ich das. Eine Pflegerin habe ich schon zu Hause. Ich bin betrunken. Wo bist du denn? Ich meine, bei Knossi und bei Monte ist das ja nicht mehr allzu lange. Oh, shoot, fuck, man. Man, she's nasty, man. Social Media.
Bones MC, Tilidin. Nein. Tilidin weg. Das Tilidin weg. Tilidin nein, weg. Nein. Aber verhaltener Applaus auf einmal. Ja, okay. Tilidin weg, das ist dieses Zombie-Video, nur eine Zusatzinfo. Ja, dieses okay. Zombie-Video. Durch die Zusatzinfo hast du dir das quasi auch Bones MC, wann gehen wir wieder Kalbschnitzel essen? Camps, wann kommt das nächste Camp? Es ist keins aktuell geplant. Keins geplant? Hättet ihr denn Lust auf ein Camp? Wir machen mit. Ja? Ich mache gerne Catering hinten drum. Ja. Nächstes Camp, WWW dabei? Ja, im Wohnzimmer. Ja. Ja, geil, ne? Ja. Okay, wir überlegen uns was. Wir überlegen uns was. Wir überlegen uns was. Das Porno-Camp mit Kandidat? Titeljahr. Ist das Geiersturzflug, pure Lust am Leben? Nein? Nein. I'm Klausi, pure Lust am Leben. Und das ist die pure Lust am Leben. Früher gab es hier noch mal Alkohol vor den Shows, habt ihr abgeschafft. Haben wir abgeschafft. Schade. Kaputt wie die Tote. Dein Papa ist DJ, ne? Ja, was, wie heißt der? DJ? Brocki heißt er. DJ also Brocki? Ganz, ja, und was legt ihr auf? Schlager? Überwiegend, ja, so stadelmäßig, Schlager, Hochzeiten, so den ganzen Quatsch. Aber auch Promillepop von dich und doof? Wenn das in der Playlist. DJ Brocki, hallo? Du hast ein tolles Geschenk mitgebracht. Ja. An. Ein bisschen Deko habe ich gekauft. Das ist doch wunderbar. Dankeschön, danke. Da kannst du die Krone mal ablegen. Ein Applaus. Hier, ich spreche. Gib's dir rüber. Warte. Tschüss. Die sind doch perfekt für Malle, ne? Also. Ja. Da sehe ich dich. Dann musst du den auch ziehen. Ist da mal was. Ich kenn doch den Song! Hansen Mbop. Hab ich geliebt. Die drei langhaarigen Brüder, was machen die heute? Wörter Wohnzimmer. Mbop. Aber weiß auch kein Mensch, was das heißt. Warum, ne, was das bedeutet. Nee, das ist einfach nur der Geruf. Mbop, Mbop. Caro, du warst mal im Freefall Tower neben den Wollnies. War das eine Mutprobe oder war das ein Zufall? Nein, ich war mit meiner besten Freundin, waren wir im Heidepark und dann waren wir auf dem Tower und dann waren wir ganz oben und dann Serafina! Serafina! Und dann sind wir runtergekommen und dann standen die da alle. Aber nur die Mädels. Nur die Mädels? Mit Mama. Serafina, ich habe Angst! So. Verstehst du das nicht? Hat mir manches geleistet, als du noch zu Das ist Michelle und Matthias Reim mit. Nein, nein, nein! Nee! Du Idiot? Na. Idiot, Idiot! Du Idiot! Ist das so deine Mucke, Knossi? So kann man schon mal hören. Ich hab gegen Schlager. Ich finde das immer schlimm, dass ein Großteil der Gesellschaft immer auf die Schlagerhörer ja. haut. Ja, ja. Warum eigentlich? Das ist doch geil. Das ist doch schöne Schunkelmusik. Ja, da fühlt man sich doch wohl bei. Da kommt man doch gerne ins Gebirge. Ja, toll. Macht doch Spaß. Ich weiß es. Ich auch. Scheiße. Wie heißt denn der? Ich weiß das. Ich weiß den Song. Wie heißt denn der? Follow me and everything is all. Ich weiß nämlich nicht, wie heißt. Ja, genau. Follow me, Uncle Cracker. Ja! Wow! Ich wäre nie auf Uncle Cracker gekommen. Niemals. Das ist auch ein One-Hit-Wonder, ne? Ja, voll. Aber ey, jeder kennt den Song. Ich bin Uncle Cracker, jeden Abend vom Fernsehen. Ich weiß das. Apache Disco. Ja. Nee. Ah. Apache Sport? Wie war's denn Apache? Apache 207? Sport. Apache, komm, wir machen zusammen Sport. Ich will gegen Apache hier antreten. Und ich auch. Oh. Ich auch. Komm her, Junge. Komm doch. Baby, für dich würde ich alles riskieren. Sido für dich. Nein. Auch wenn ich Sido mit dir. Caro, berühr dich!
Ey, Paul, wie auch in dem letzten Jahr, wieder ein Song von dir nicht gewusst. Riesenapplaus für Knossi! Und natürlich auch Riesenapplaus für unsere Gewinnerin hier, die Wildcatterin. Caro! Ja, wir gehen in die Endcard. Habt ihr Bock drauf? Sie soll's machen. Ja, ich soll das machen? Okay, also diese Games hätte es niemals geben dürfen. Von? Game 2. Mhm. Und die letzte Folge von Erkennst du den Song?